Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Eines der Probleme in unserer real existierenden Demokratie ist die Art und Weise, wie ein Großteil der Medien inzwischen funktioniert. Idealerweise fungieren die Medien in der Demokratie als eine Art vierte Gewalt. Sie sind einerseits eine Art öffentliche Kontrollinstanz der Politik und andererseits versorgen sie die Öffentlichkeit mit den Informationen, die einen Bürger erst zum mündigen Bürger werden lassen. Beides, sowohl die Kontrolle als auch die Informationen, sollten sich die Bürger eines Staates also durchaus etwas kosten lassen. Leider waren wir Bürger nie mündig genug, um das zu begreifen. So lag der Kaufpreis für Zeitungen immer weit unter ihren Herstellungskosten. Von dem, was unabhängiger, seriöser Journalismus dem Bürger eigentlich wert sein müsste, ganz zu schweigen. Zeitungen haben sich immer schon über Anzeigen finanzieren müssen und jeder weiß, wer die Musik bezahlt, der bestimmt, was gespielt wird. Denn natürlich beißt auch der tapferste Journalist aus Angst um seinen Arbeitsplatz nicht die Hand, die ihn füttert. Inzwischen hat sich die Lage noch verschärft, denn wir leben heute in einer modernen Informationsgesellschaft, in der die Geiz ist geil und im Internet ist alles umsonst Mentalität gesiegt hat. Die Auflagen der Zeitungen sinken unaufhörlich und da die Anzeigenpreise an die Auflage gekoppelt sind, kämpfen die Zeitungen mittlerweile ums nackte Überleben. In diesem Überlebenskampf hat der unabhängige, seriöse Journalismus längst verloren. Denn mit unaufgeregter, möglichst objektiver und ausgewogener Berichterstattung locken sie keinen Käufer an den Zeitungsstand. Nein, wenn sich überhaupt noch was verkauft, dann sind es die aufgeregten, die reißerischen Schlagzeilen. Außerdem wollen die meisten der potenziellen Käufer und Medienkonsumenten auch nicht objektiv informiert werden. Sie bevorzugen es, ihre Vorurteile bestätigt zu sehen. Zum Beispiel, dass die meisten Zuwanderer sich gar nicht integrieren wollen. Wenn man nun also die Ergebnisse einer Umfrage unter Deutschtürken verkaufen will, schreibt man tunlichst, dass sich immer mehr Deutschtürken eine Ausreise in die Türkei vorstellen können. Aha, sagt da der geneigte Leser, sag ich's doch. Dass laut derselben Umfrage der Anteil der Deutschtürken, die unbedingt und ohne Abstriche zur deutschen Gesellschaft dazugehören wollen, in den letzten 10 Jahren trotz Aufdeckung der NSU-Morde von 59% auf 75% gestiegen ist, das verschweigt man besser. So etwas will die Sarrazin-verseuchte deutsche Öffentlichkeit nicht hören, nicht lesen und erst recht nicht glauben. Bis neulich.